Ohne irgendetwas zu fragen, fingen sie gleich mit der Folter durch Schläge und Strom an. Ich fragte sie, warum tut ihr das? Warum? Fragt mich doch und ich antworte, ihr müsst das nicht tun. Für die ägyptische Regierung haben Menschen im Gefängnis kein Recht auf medizinische Versorgung. Sie sind Personen ohne Rechte. Und politische Gefangene werden mit besonderer Härte bestraft. Du bist ein Staatsfeind, also wirst du vom Staat bestraft. Es gibt Anweisungen, dass ein politischer Gefangener nicht ins Krankenhaus gebracht werden darf, auch wenn er stirbt. Sie fesseln Gefangene an einer Hand und einem Fuß und ketten sie dann an die Decke, wo sie 2 oder 3 Tage lang hängen bleiben. Es gibt noch eine andere gängige, ebenfalls schreckliche Foltermethode. Sie stellen einen Metalltisch mit nasser Oberfläche hin, fesseln den Gefangenen mit Ketten daran und leiten dann den Strom in den Tisch. Eklat beim umstrittenen Staatsbesuch des ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi in Deutschland. Bei der Pressekonferenz im Berliner Kanzleramt nennt eine Frau al-Sisi einen Mörder. Daraufhin kommt es zu verbalen Auseinandersetzungen mit ägyptischen Journalisten und zu einem Handgemenge. Bundeskanzlerin Angela Merkel von der CDU betont Ägyptens strategische Rolle im Nahen Osten. Auch sie kritisiert aber die dort massenhaft verhängten Todesurteile. Den Deutschlandbesuch begleiten Proteste von al-Sisi-Gegnern ebenso wie Anhänger des Karriereoffiziers. Die ägyptische Führung steht in der Kritik unter anderem wegen ihres harten Vorgehens gegen die islamistischen Muslimbrüder, denen auch der gestürzte Präsident Mohamed Mursi entstammt. Mursi selbst wurde trotz internationaler Proteste zum Tode verurteilt. Eine Entscheidung darüber wird Mitte Juni erwartet. Bundestagspräsident Norbert Lammert hatte ein Treffen mit al-Sisi abgelehnt. Too long, evil too strong, and the
killing continues on and on and on. And yet there is something, something we can do. For the power they're abusing comes from me and from you. Our stolen taxes, stolen labor are what fuels the wars. And when we stop the payments, it will all grind to a halt. So let us join together, let's all go on strike. Gridlock this evil system, the rulers will lose their might. We the people have the power, if only we unite. We can end the suffering, we can make it right. And when it's done, we'll celebrate. The five-year-old child, Al-Anoud, survived alone after brutal Saudi airstrike bombed her small house in the capital Sana'a and killed all her family members. Al-Anoud stand wondered, unable to understand what happened, why she had lost her parents and all her brothers and sisters. From time to time, Al-Anoud goes into the house rubble, hoping to find her parents again. But stained and torn clothes are the only things she found and doesn't know where to go as she became an orphan. كان يسور وما سمع كل الضربات والضربات سمعوا قال انه مغبار كذي وما سمع كل الضربات لانه طبوا الضربات وانا اشبع المغبار منفع. Sabreen is another child who had lost her parents in the barbaric aggression, remained alone with her little brother and sister, locked shocked by the tragic end of her family. لا 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 Sabreen stared at them helpless, unable to do anything, as she became the only one who was responsible of them. And there are many tragic examples, like Ishraq's story, who was killed while she was on her way to school. Also Shumukh, who became a diabetic because she was panicked as a result of aggression strikes. And this woman, who lost her memory as a result of the bombardment. These crimes are a small part of thousands of crimes committed by the barbaric American-backed Saudi aggression against innocent civilians since 3 years.